Jo, willkommen zurück zu GTA 5. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Drivers Blutrausch ist vorbei und wir fahren zur F-Mission. Keine Ahnung, was das genau ist. Wir könnten das Blut noch ein wenig abwaschen. Macht aber nichts. Auch das Motorboot hat ein Radio. Oh Gott. Wie fahre ich da am besten? Wir sind auf einer eigenartigen Insel hier. Wusste gar nicht, dass hier eine Insel ist. Wie komme ich da? Es ist, glaube ich, ziemlich gehüpft wie gesprungen. Kann man eigentlich segeln auch? Würde ich mal ausprobieren. Ist hier ein Fahrzeug in der Nähe? Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier ein Taxi rufen kann. Ich könnte höchstens ein Luftschiff. Aber es zahlt sich nicht aus, so weit ist es ja gar nicht. Wir fahren die Küste entlang und schauen, ob da wo ein Fahrzeug steht, das ich mopsen kann, um zu einer Straße zu gelangen, um ein Taxi zu rufen. Patricia! Patricia! Mrs. Madrazo! Ja. Trevor! Oh, I miss you. All you boys. Du mich miss auch. You too. Ich dich auch. I can't speak for the other boys. You're such good friends. Hier ist kein Fahrzeug. Actually, Michael and I, not speaking. Wir wollen uns umbringen. Be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Ah. Brate meins über mit dem Telefonhörer. Kann ich mit dem Boot auch an Land fahren? Ich glaube eher nicht, ja? Hier sind Urlauber, die haben doch sicher irgendwann Fahrbahnuntersatz oder sind die spazieren gegangen? Niemand hat hier ein Auto! Ist das möglich? Schau dir das an! Können doch nicht alle zu Fuß hier sein! Oh Gott, hoffentlich sieht mich niemand. Ist ja peinlich. Der hat Glück. Das ist auch nur ein Wasserfahrzeug. Schau, wo bin ich hier eigentlich? Wie soll das ein Campingplatz sein? Das ist ja pathetisch. Ich bin ein Campingplatz. Ja, es tut mir leid. Hier wird kein Taxi herkommen, fürchte ich. Ich probier's halt. Downtown Cab. Die finden mich ja nie. Believe it or not, I need a cab. Of course. Driver should be with you soon. I'll be here. Wo sonst? Wo kriege ich jetzt so schnell keine Klamotten her? Es nützt nichts, wenn ich die erschieße. Ich kann ihre Klamotten auch nicht nehmen. Die nächste Straße wäre eigentlich hier laut Karte. Das heißt, wenn dann. Ah, da ist das Taxi. Wahnsinn, es hat mich gefunden. Hoho. Cool. Der Wegpunkt ist gesetzt. Wir fahren nach Vinewood Hills. Zur Franklin-Mission. Oder ich weiß nicht, wofür das F steht. Vielleicht treffe ich da Franklin. Bullshit. Don't mumble. Nein. Own it. I don't care what you say. Das ist die Marianne. Just keep it shut. Oh, you know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes. Dämonenaustreibung. You will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant. Everything. Well, not you. And I don't care that we just met last week. Er kommt gar nicht zu Wort. Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. Oh, I love you. Oh, let me take you away. Ah, endlich. Psycho! He was gonna impregnate my ex via a surrogate! Me? Me the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! Nein, die Anhalterin, die war auch verrückt. Die Ursula! You are completely have no control of your emotions!
emotions. We have nothing. Doch, siehst du nicht. Meine Unterhose ist noch ganz rein. Schnell hinterher. Oh Gott, das Rad können sie nachher verbrennen. Da ist Trevor drauf gesessen. Ich will nicht Radrennen fahren. Und die Steuerung. Schau dir die Steuerung an. Furchtbar. Wird jetzt mein Controller kaputt oder kann doch nicht normal sein. Nein, nein! Sie legt sich ins Zeug. Soll ich sie abdrängen? Man kann sie nicht abdrängen. Oh, schau dir das an. Wir nehmen die Abkürzung. Nein, ich habe einen Wegpunkt ausgelassen. Oh, Scheiße, ich hab's so gut gemeint mit der Abkürzung. Was? Ui! Shit. Ja, jetzt habe ich's verspielt. Das war nicht meine Schuld. Normalerweise sind sie nicht so pingelig bei den Checkpoints. Muss man nicht genau treffen, üblicherweise, aber das war vielleicht ein bisschen zu. Aber die KI hat immer ein Einsehen und wartet auf einen. Is that supposed to impress me? Ja, eigentlich schon. Siehst du nicht, wie ich in die Pedale steige? Just think of all the angry revenge sex. Wieso nicht? Bin ich dir nicht sexy genug? Ich könnte auch die Doppelrep wechseln. Wo ist das Ziel? Da war das Ziel zwischen den Mülltonnen. Hey, das wird sie beeindrucken. Oh, fuck, I love you! Hold me! Wo ist sie hin? Jetzt kann ich mir's aussuchen. Michael Franklin und Trevor kennen jetzt die Mary Ann und haben sie im Telefonbuch. Schneller Sieg war's nicht, aber den Umständen entsprechend gut, denn ich bin einmal zurückgefahren für einen Checkpoint. Ich glaube, ich lasse das Rad da. Ich bin kein Freund des Radelns. Ich bin eher ein Freund des Autofahrens mit fremden Autos. Schau, was da liegt. Eine kugelsichere Weste in der... Wer schmeißt denn die kugelsichere Weste weg? Und wieso zieht er sie nicht an? Das schaut doch cool aus. Ich muss mal. Die Mobilklos sind alle abgeschlossen. Verdammt, ich kann ihn nicht mehr so lange zurückhalten. Man sieht schon den Buntstift. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich keine Missionen mehr. Schau. Alles leer. Alles. Es ist kein M, kein F, kein T. Ist das normal oder ist da was geglitscht? Ich glaube, ich muss jemanden anrufen. Das Beste wird sein, ich fahre nach Hause. Was ist denn eigentlich Trevors Zuhause? Wo er alle massakriert hat, seinen Cousin. Und seine Freundin. Wade. Das war doch hier irgendwo. Nee, ich glaube, sein Zuhause ist wieder da. Ja. Der Unterschlumpf. Hm. Was ist da? Suburban Shop? Hier mitten? Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich rufe mal irgendjemanden an. Vielleicht die Ursula? Ne, die hatte ich schon angerufen. Die hat mich versetzt. Ein Chefkoch. Kletus brauche ich nicht anrufen, das weiß ich. Devin! Hebt nicht ab. Den wollen wir ermorden, ne? You are through to the exclusive personal line of Devin Weston. Mr. Weston checks the service twice a day, so leave your details and wait. Nein, ich liefe gar nichts. Vielleicht Lester, ha? Huh? Lester.
Vielleicht weiß Lester was. Sonst wechsle ich einfach zu Michael. Obwohl, man würde ja seine Missionen auch sehen. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Okay, einmal probiere ich es noch bei der Mary Ann und dann wechsle ich zu Michael. Mary Ann. Die wird aber jetzt nicht abheben, glaube ich. Das würde mich wundern. Ja, sie ist... Mary Ann hat immer besetzt. Schon aus Prinzip. Sonst gibt's nichts. Martin. Die Patricia könnte ich anrufen. Meine zweite Wahl nach der Mary Ann. Auch nicht. Oh, schau das Bild. Trevor und Patricia vereint. Okay, dann wechseln wir. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Franklin und Michael haben angeblich zwei Missionen. Wieso blinkt eigentlich der Franklin? Schau, der blinkt. Vielleicht sollte mir das zu denken geben. Wo ist er? Innenstadt. Das ist in der Nähe des Mace Bank Buildings, oder? Naja, das geht einfach so weiter. Stimmt, stimmt. Franklin ist die Mission. Verfolge den Architekten. Wer ist der Architekt? Der mit dem Helm? Nee. Ich sehe keinen Architekten. Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Oh, danke. Ich möchte aber einen roten. Muss ich schleichen? Glaub nicht, aber gut. Wie ist halt. Das Auto werde ich mir gleich vormerken. Übermacht! Ein Übermachtkran! Ich glaube, die wissen ja nicht, was das heißt. The only thing we're worried about is you changing the plans again. There's always scope for improvement. Always is. Those idiots drilled the new caissons on the west side. You're kidding me. The bedrock ends there. We need caissons on the east side. Oh Gott, alles falsch gebaut. Der steckt in den Lift. Soll ich mit ihm einsteigen? Der kennt mich ja eh nicht. Ich steig einfach mit ihm ein. Ich nehme den anderen Lift. Okay. Man muss ja nicht übertreiben. Jetzt weiß ich aber nicht, wo er aussteigen wird. Braucht eine Außensicht. Ja, er ist ausgestiegen. That's the engineer's plans. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. Ich glaube, wenn ich mich da so ranschleiche, mache ich mich als recht verdächtig. Ich muss natürlich wirken. Ich bin im Grunde halbwegs richtig gekleidet. Bring den Architekten dazu. Naja, wie soll das wohl gehen? Mit einem linken Haken, nehme ich mal an. Hallo. Hello? I don't know you. Hol dir die Pläne. Verlass die Baustelle. Das war eine leichte Mission. Wieso bin ich ihm gefolgt eigentlich? Das hätte ich doch gleich machen können. Na, hier war es ein bisschen einsamer. Die schöpfen auch keinen Verdacht. Ich könnte natürlich mit dem Fallschirm runterspringen. Das wäre geil. Geht das? Ich weiß aber, ja, das ist blöd. Ich sollte, bevor ich abspringe, mich vergewissern, dass ich auch einen Fallschirm dabei habe. Es wäre blöd, wenn ich dann erst später drauf komme, dass ich gar keinen dabei habe. Und es ist außerdem nicht sehr hoch. Wir waren ja nur im ersten Stock. Bis ich an der Reißleine ziehe, bin ich schon aufgeschlagen. So, wir nehmen auch sein Auto, das habe ich mir bereits vorgemerkt. I love a girl walking around in this movie.
Ja. Unterhalten sich über Bikini Girls. Ist sein Auto noch da? Ja. Das hat sicher schon jemand anders auch im Auge gehabt. Nein, nicht. Ich hab doch die Schlüssel. Ich hatte die Schlüssel. Nein. Das war gar nicht sein Auto, oder was? Scheiße, gleich zwei Sterne. Das war jetzt nicht... Oh, das war nicht nötig. Und da kommt die Polente. Aus dieser Richtung. Und aus dieser auch. Ja, ist ja aus allen Richtungen. So, dann verstecken wir uns. Hier. Wechseln das Auto. Kannst du mir nicht erzählen, dass das jemand gesehen hat? Ich bin im Kegel. Shit. So, da schleichen wir da durch. Wo bin ich denn hier? Keine gute Gegend. Ich sollte vielleicht nicht laufen. Okay, sie haben aufgegeben. Das war doof. Ich hätte nicht das Auto nehmen sollen. Hey, man. Hey, buddy. Nehme ich halt das. Passt. Hier ist keiner, der das sieht. Deshalb kann auch keiner die Polizei rufen. Was? So fool. Die haben überhaupt nie ein nettes Wort auf den Lippen, die Einwohner von Los Santos. Egal, was du machst. Sie mosern immer rum. Nicht schlecht, das Auto. Ist das nicht schon hier? Nee, es ist auf der anderen Seite der Brücke. Ah, da ist der Laszlo. Ist bereits im Radio, in den Radionachrichten. Sein Pferdeschwanz. Okay. Wir sind da. Mit dem Aktenkoffer. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben im ersten Schritt die Baupläne. Irgendwas fehlt noch. Hey, you got them? Of course I do, homie. Here. Thank you. Ich habe nicht mal jemanden umgebracht dafür. Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. Hey, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. Computer aus dem Jahre 1940. Goes into the containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. Deine Vakuumtuben. Some firebombs. They go bang. The emergency call goes out. We hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah. Mm. Meeny, meeny, miny, mo. Also Pest oder Cholera, oder was? If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? Mm-hmm. I got a mop? yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play-acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you could torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat.
Well, what about the other way? With the ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access to the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Ich bin eher fürs Aufwischen. Wow, you're making this choice really difficult. Nein, eigentlich nicht. Das ist ein No-Brainer. From the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Wir nehmen die Feuerwehr. Ich wollte schon als Kind Feuerwehrmann werden. Gleich nach Pornodarsteller. Also hier ist meine Gelegenheit. So you do want a mop. Okay, well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. Everything goes to plan. Wir nehmen won't fire a single bullet, but you will be running into a burning high-rise with them, so consider Gustavo that. Mota. Ist der wichtig, die Schützen? Na, ich würde nicht sparen. Gus Mota. Sind alle drei not beschissen eigentlich. Hugo Welsh. Schau, einer schäbiger wie der andere. Gesundheit. Der hat ein bisschen mehr Gesundheit und der hat ein bisschen mehr Treffergenauigkeit. Obwohl er weniger hat insgesamt. Ich nehme halt den mit mehr Gesundheit. He's got a few scores left in him. Okay. Mit einem Prozentpunkt mehr. Wieso stehen so wenige zur Auswahl? Habe ich zu wenig Nebenmissionen gemacht? Ich habe doch alles gemacht. Na, egal. Es gibt kein Zurück mehr. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you-know-who. Yeah. As long as he can't do it without us. Ach so, ihn. Trevor? Meint er Trevor? Ich glaube. Ja, wir haben bestanden. Die Pläne des Architekten sind beschafft worden von Franklin, aber ich bin jetzt in Michaels Haut. Und wie geht's weiter? Wir kriegen... Okay. Ein Fluchtfahrzeug. Irgendeines. Ja, das wird kein Problem sein. Das machen wir alles in der nächsten Folge und mehr. Also bis dann. Tschüss.